Ja, ich bin Rita Herrmann. Wir sind da im Schloss Saalhof in Maishofen. Das ist ein altes Schloss aus dem 16. Jahrhundert. Ja, das Schloss ist ja im Familienbesitz seit 1840. Damals haben es unsere Vorfahren gekauft. Ja, ich habe das Schloss saniert. Seit 2000 ungefähr haben wir es immer wieder saniert, weil es war zuerst schwer bewohnbar. Unsere Familie hat in dem Schloss gelebt, wir waren zum Schluss zu viert und haben das riesige Schloss saniert. Und damals sind wir zur Firma Aquapol gekommen, weil das Hauptproblem war natürlich die Feuchtigkeit im Haus, überall aufsteigende Feuchtigkeit und ja, es war eben kalt und unwohnlich. Ja, im Jahr 2003 haben wir uns dann entschieden, dass wir das Aquapol-Gerät da installieren. Das haben wir noch an der Tafel gehängt. Und dann haben wir natürlich die Anweisungen von Aquapol auch ziemlich restrikt alles umgesetzt und haben die ganzen Putze und so nach den Anweisungen saniert mit Schilfmatten und so. Im ganzen Haus, es ist halt extrem aufwendig, aber es war erfolgreich. Ja, es ist eben so mit Aquapol, die Sanierungsmaßnahmen sind sehr aufwendig, aber es ist alles sehr ökologisch mit den Schilfmatten. Und auf die Schilfmatten haben wir wieder einen Kleber und dann wird Kalkputz von früher eigentlich verwendet, also Kalk mit Flusssand, extra Flusssand mit Rundkorn. Und so haben wir das alles verputzt, das ist eigentlich die gleiche Oberfläche wie ursprünglich. Und ist atmungsaktiv. Das ist sicher ein Riesenvorteil, dass man da keine so Sanierputze und sonstige chemische Mittel braucht, damit man die Feuchtigkeit bekämpft. Das geht alles eigentlich sehr natürlich und das ist eigentlich auch ein Grund, damit ich mich für das entschieden habe. Ja, ich kann das natürlich gern weiterempfehlen. Das ist eine sehr gute Methode, wo es auch bei uns gute Wirkung gezeigt hat und das kann ich ruhigen Gewissens weiterempfehlen.